dass wir mal Geld ausgeben. Ist was eigentlich? Warum nicht? So, das hat geklappt. Will man sehen, Kommandant. Und dann... Ja, ein bisschen aufgefüllt, aber... Die Energy Drinks lohnen sich mehr. Allein schon von der Zeit, glaube ich. Weil wir in der Zeit trainieren können. Und wir werden noch bei den Energy Drinks bleiben. Okay, das machen wir nicht über ihn. 2456. So, kaufen. Mal ein bisschen ins Kochset reinhämmern. Davon haben wir noch genug. Jetzt kaufen wir uns nochmal zwei Limonaden nach. Leider gibt es ja keine Donuts. Das wäre noch ein bisschen cool gewesen. Aber die Donuts, bringen die auch 20 und 15? Wir können mal gucken. 20. Aber die kosten, glaube ich, mehr als 15 Dollar, oder? Dann lohnen sich die Donuts ja schon wieder gar nicht. Okay, einmal hoch. Ich will mal gucken, was die kosten. Einmal durch. So. Auch 15 Dollar. Aber das andere lohnt sich mehr. Und warum ist hier... Ich verstehe die Taschen nicht. Sorry. Ach! Ein Platz in der Tasche. Shit, ich bin so dumm. Das ist beim... Okay, wie viel das verbraucht. Vielleicht konnte ich deswegen nichts gerade mitnehmen bei den Naruto-Rianern. Okay, Donuts werden wir auf jeden Fall nicht mehr kaufen. Da lohnt sich mehr die Kaffeedinger oder was das war bei Apu. Aber wir haben jetzt in der Tasche ein bisschen was frei. Jetzt will ich mal gucken, ob wir doch daran kommen. Willst du was Verbotenes kaufen? Ja, zeig mir, was du hast. Ja, das war, weil wir in der Tasche keinen Platz hatten, oder? Ach, keine Ahnung. Egal. Mittlere Ausdauerbrust. Großer, kleiner, mittlerer, großer Stärke-Booster. Komm. Wisst ihr was? Wir geben einfach mal 180 Dollar dafür aus. Einmal raus. Komm, weg mit dem Donut. Falsch. Ich hoffe, die können wir auch alle drei gleichzeitig aktivieren. Und dann machen wir nochmal großen Ausdauerboost. So, von jedem habe ich einen. Das ist auch voll. Ich glaube, meine Angriffsstärke auch von den einzelnen Attacken. Ah, nee. Nö. Das war knapp, ey. Erstmal verballern. Nein. Und ich dachte, okay. Erhöht Kraftstufe kurzzeitig plus 3. Du bist immer noch den Rausch plus 3. Und dafür Trainingseffektivität runter. Ach shit, ich dachte, ich kann alle drei gleichzeitig aktivieren. Schade, dann wäre ich hier so eine übelste Maschine geworden. Okay, wir haben Kraftschub. Haben 316. Ja, das könnte was werden. Da machen wir wieder nix. Wir schauen mal. Aber er macht immer nur... Oh, das... Aber das sind immer nur so eine Larifari-Attacken. Ich würde ihm gerne mehr abziehen. Das ist mir zu wenig. Also momentan sieht es schon nach einer kleinen Chance aus. Aber es ist mir zu wenig, was wir ihm abziehen. Ich würde sonst den sogar erstmal rausnehmen. Welchen denn? Nehmen wir den erstmal raus. Ich würde ihm gerne mehr Angriff abziehen. Und mehr Energie aufsammeln. Also die Chance lebt auf jeden Fall gerade. Aber es würde mir besser gehen, wenn ich ein bisschen mehr abziehen würde. Wir schauen mal. Jetzt hat er gut gesessen mit dem Angriff. Und wir machen nur so Kleinigkeiten. Ah, das wird gefährlich. Das wird sehr gefährlich. Der hat uns jetzt schon auf ein Level geholt. Der könnte uns leicht und locker mit einmal auf die Bretter legen. Was ist denn, wenn wir jetzt nur verteidigen? Ein Angriff und sonst nur verteidigen. Würde das was bringen? Wir haben doch eine neue Attacke gelernt, eben. Den Kniezerstörer. Was ist denn, wenn wir nur den Kniezerstörer nehmen und dafür dann auch nur ausweichen? Deine Chancen sind besser. Verliert die Initiative und dann machen wir den noch. Mal gucken, ob das hilft. Ein Angriff und dann lassen wir ihn erstmal auspowern. Aber er weicht ja nicht mal richtig aus. Na, ein bisschen. Nein, bitte nicht. Nein. Oh, es war so knapp. Shit. Ich habe gedacht, wenn wir jetzt ein bisschen mehr ausweichen und er verliert Energie, dass er dann vielleicht K.O. wird und also keine Energie mehr hat und wir ihn dann einmal treffen. Okay, das hat nicht geklappt.
Ich brauche mehr Energie, das heißt, erstmal trainieren wir uns das wieder an, was wir verloren haben. 8 nur noch vor allem. Aber wer weiß, ob da eben schon was gefehlt hat. Naja gut, das trainieren wir uns mal an wieder. Wobei, gleich müssen wir mal zum Polizeidienst, ne? Das heißt, wir pennen jetzt erstmal. Auf dem Sofa und dann... Na, das machen wir mit was anderem. Nicht mit Donuts. Wir gehen mal zu Apus Laden kurz und füllen uns das anders auf. Kaufen. War das Kaffee oder... Nee, der hier war das. Wobei für 5 Dollar mehr erhalten wir sogar ein Drittel mehr von der... Ich glaube, Schleimmittagessen, auch wenn es eklig ist. Nach dann leckerer Schleim, naja gut. Aber ich glaube, das macht mehr Sinn. Wir kaufen jetzt mehr Schleim wieder. Denn wenn ich den jetzt... Ach, der ist auch im Kühlschrank. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Der muss auch aufgewärmt werden. Stimmt, stand da ja. Kühlschrank. Shit. Aber wieso 3? Wie jetzt? Das können wir uns auch in den Kühlschrank packen? Okay. Aber das hier können wir uns auf die Tasche stecken. Oder in die Tasche stecken. Und das ist nur die Energie, ich Trottel. Nein! Ich bin so dumm, ne? Ich bin richtig dumm gerade. Okay, den brauchen wir auf jeden Fall. Nimm den einmal. So, weiter. Gar nicht drüber nachdenken. Das war gerade mega dumm alles. Egal. Da gehen wir auch zu Fuß hin. Dann verlieren wir nur 10 Minuten vom Dienst. Einmal pünktlich kommen. Kollege. So. Gehen einmal hoch. Und arbeiten weiter. Okay. Wir können eigentlich erstmal gleich sozialisieren. Weil wie gesagt, das müssen wir eh noch machen. Ob wir es jetzt machen oder später. Haben noch 10 Stunden 40 Minuten für Papierkram. Okay. Sieht soweit okay aus. Ich glaube, wenn wir den Spinner bei uns zu Hause auch besiegt haben, dass wir hier auch besser auf Streife gehen können oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das irgendwelche Auswirkungen haben auf den Dienst. Okay, Bonus will ich auf jeden Fall erreichen, was heute aber irgendwie länger dauert. Das dauert wirklich länger diesmal. Kein Plan so richtig, warum. Okay, wir haben nichts mehr. Das heißt, wir gehen wieder an den Automaten. Mal gucken, was hier noch alles drin ist. Donut mit Marmelade. 20 davon. Aber hier verschafft uns auch einer... Ach nee, falsch rum. Okay. Eigentlich brauchen wir davon welche. Ich glaube, das lohnt sich auch mehr. Ziehen uns den mal rein. Da können wir uns auch 2 von nehmen. 2 davon. Und den nochmal auffüllen. So. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Gehen nochmal an den PC. Ja gut, einmal kriegen wir noch voll. So, hat geklappt. Sozialisieren nochmal auf 85. Das wird besser. Und 480 Dollar verdient. Schön. Haben wieder ein bisschen was zusammen. Ich weiß gar nicht, wo die ganze Kohle hin ist eigentlich. So. Das war's wieder mit der Arbeit. Das heißt... Ab zu... Das haben wir voll. Ne. Ab einmal nach Hause. Auffüllen, was uns fehlt. Und dann würde ich sonst erstmal ins Apartment gehen und den Einbrecher platt machen. Wenn das voll ist hier alles. Gleich wird er erstmal Hunger haben. Nämlich jetzt. Okay, rein da. Erstmal was Nährstoffreiches essen. Kochzeit und Schleimmittagessen. Aber das Schleimmittagessen verballert nur 15 Minuten. Das ist gut. Das freut mich sehr. Dann müssen wir das mehr benutzen. Okay. Eigentlich können wir auch ins Fitnessstudio gehen und das damit auffüllen. Okay. Das sieht gut aus. Wir gehen ins Fitnessstudio. Ah ne, können wir ja gar nicht. Shit. Das machen wir am nächsten Tag. Okay, wir gehen erstmal wieder raus. Dann machen wir hier erstmal weiter. Ah, wir müssen erstmal die Kraft wieder voll aufpumpen. Hier oben. Dass da wieder 25 steht. Vorher macht alles keinen Sinn. Ah, shit. So können wir auch nicht trainieren. Finde ich auch schade. Okay. Zumindest füllt da auch die Effektivität und gleich aus die Ausdauer. In der Mitte die Gewandtheit wird damit auch gefüllt. Zumindest etwas.
So, wenn er keinen Bock mehr hat, dann gehen wir auch rüber zum Fitnessstudio. Jetzt nämlich, okay. Erstmal was essen. Und dann machen wir mit den Neurotrainern gleich weiter. So, da ich ja das Falsche gekauft habe. Was sollen wir? Nö, ne? Nö. Wir gehen schlafen. Wir legen uns auf die Couch. Wir machen es darüber. Ist, glaube ich, besser. Okidoki. Einmal so. Okay. Rüber zu Silver. Einmal da rein. Ich will hier nichts wissen von wegen Paket und so. Und einmal darauf. So. Das Ding hat jetzt nur 561. Das war doch mehr. Das war... Da bin ich mir sicher mehr. Aber okay. So, der wird gleich auf 25 schon voll. Schön. Aber es ist zu spät für noch mehr. Schade. Keine Trainingseinheit mehr möglich. Okay. Weiter geht's. Ja, auch alles zu spät. Schade, okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Gleich ist sowieso wieder Training zu Hause. Krass, wir sind mit der Mafia fertig. Wir müssen nicht mehr bei der Mafia arbeiten. So. Energie ist aufgefüllt. Ich würde mal sagen, wir können jetzt eigentlich den Schleim nochmal machen. Da verlieren wir auch nicht so viel Zeit. Wobei, das hier passt besser. Komm, dann gehen wir nochmal pennen. Dann nehmen wir uns gleich nochmal das Essen und dann gehen wir ins Apartment hoch und gucken, ob wir den Einbrecher packen. So, habe ich hier überhaupt schon wieder was Neues bekommen, was ich jetzt verpasst habe? Ne. Okay. Einmal ins Apartment, einmal den Einbrecher schlagen und dann hoffe ich, dass uns da was, dass wir ihn erstmal besiegen. Willst du einfach hier rumstehen, bis ich dich rauswerf? Na, wenn das so ist, ich schmeiß dich später raus. Ich schmeiß dich raus, aber später. Letzte Chance, verschwindet von hier. Oh, die Faust der Gerechtigkeit ist zurück. Keine Kompromiss. Selbst im Angesicht des Weltuntergangs. Ja, shit, jetzt haben wir... Oh, Alter, ich muss immer meine Taktiken wechseln, ne? Komm, Kniezerstörer, Spin Kick. Wir nehmen mal den... Ja, wir nehmen den mal. Und ausweichen will ich gar nicht mal so viel. Was kann ich denn hier? Du erleidest keinen Schaden, wenn du einem Angriff für. Aber 80% davon. Harter Block. Die Chance zu blocken verbraucht aber mehr Energie. Komm, wir machen den einmal. Und hier, die schnelle Chance, Feind zurückzudrängen. Verringe die Chance des Gegners auf einen erfolgreichen Block um 10%. Das könnten wir nochmal reinnehmen. Die gegnerische Energie verringern. Aber um wie viel? Wir können es mal ausprobieren. Okay. Wir haben 316 Gesundheitspunkte. Aber alter Schwede, haut dazu. Da kommt viel raus aus uns. Wenn der uns so verprügelt. Komm, wir machen weiter. Wir machen das genauso jetzt. Dann kommt nochmal der heftige Uppercut. Wenn ich ihn finde. So, 12 und 17, 21. Schwerer Aufwärtshaken, den nehmen wir. Und dann nehmen wir nochmal den hier. Keine Verteidigung. Alter, wir sind so tot gleich.